Moin, Dickermann-Filme, der Cora hier. Heute wieder mit Letzt du was Sinnvolles, Let's Play Dead Space 3 im Koop aus der Sicht von Kava. So, da sind wir wieder. Diesmal werden wir uns durch die Terra Nova durchdörpen. Dann schauen wir doch mal, wie weit wir kommen. Sieht ein bisschen skelettiert aus. Wahrscheinlich schon lange tot, die Terra Nova. Auch passiert. Allerdings, wenn hier alle tot sind, wer hat sie ausgeschlachtet? Ja, die Terra Nova ist gestorben, deswegen hat sie nur ein Skelett. Aber man für Schiffe einen Totenschein ausstellen muss. Stimmt. Das ist doch wie so ein Fahrzeugbrief, wo stillgelegt draufsteht. Das ist aber ein langer Aufzug. Das ist auch nur ein besserer Ladescreen. Brot. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Schiffsrekorder ein. Alle bereit halten für draußen. Okay, Pfeif auf den Ingenieur. Ich mach das. Und schon ist man obsolet. Da. Bisschen rumfingern, dann geht das schon. Isaac hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Ja, irgendwas funktionieren könnte. Ich hasse es. Dieses Ding. Es ist wesentlich. Ich glaube, bei diesem Ding habe ich mich öfter erschrocken als an irgendwelchen Necromorphs, die mich plötzlich ansprangen. Oh ja. Vor allem, wenn man dann eine große Waffe, am besten Raketenwerfer in der Hand hält. Ja, der Knall. Ich würde sagen, das hat gesessen. Jop. Klein. Kaputt. Mehr kaputt. Mit ein paar aufgewerteten, gebastelten Waffen geht das gleich viel besser. Ja, endlich alle die Schaden machen. Wow. Ein alter Sucherort. Könnte noch nützlich sein. Für den gibt's hier auch gleich eine. Ich weiß, für den gibt's hier auch gleich eine Ausgrabungsstelle. Ja, wenn man das Ding aufklappt, kriegt man so einen kleinen Bildschirm mit einem Scanner, der dann sagt, wo man hinlaufen muss. Wo er dann extra viele Ressourcen sammelt. Die Dinger sind dann eine Weile unterwegs, kommen dann irgendwann zur Bank und wenn wir das nächste Mal in die Bank gehen, kriegen wir ein Menü, wo gezeigt wird, was sie alles Tolles eingesammelt haben. Muss es mich schockieren, dass in diesem Fall direkt ein Marker daneben steht? Das ist doch fast immer in der Nähe von Markern, die Dinger. Gut, 1 zu 0, das stimmt. Wir auf hier lang. Ja,
wobei es im Gegenteil. Ja, wir werden wir dann müssen. Pass auf, die kommen gleich hier raus, glaube ich. Whatever, glitscht ein bisschen durch die Gegner, ist okay. Habe ich vollstes Verständnis für. Ja, nein. No headcrabs. Kennst du den Spruch, mit Atomraketen auf Spatzen schießen? Ich kenn's mit Kanonen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Meine Alternativen waren ein bisschen gering. Gut, das stimmt. Dicker Mann für der Gegner. Merchandising. Blieb. Oh, Stasi-Station, ja. Für Leute, die nicht zielen können. Erinnere mich bei der nächsten Bank dran, wir sind gerade an einer vorbeigekommen, dass ich meinen Inventar lernen muss. Kommen wir gleich nochmal. Sonst vergesse ich das wieder. Meine Platine. Und ein Nachladen, ein Schaden. Mensch, episch. Schnimmer mal auf. Ich steck hier gerade so ein bisschen an dem Gegner fest. Genauso zuverlässig wie Deutschland. Registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Tjo. Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Nehmen wir das mal an. Was haben wir denn hier? Altenfall. Ich nenne es den Wandanus. Seltsame in der Architektur. Der Wandanus. Wenn du sowas hast, weißt du, dass deine Bauten voller Marsch sind. Okay, wer spielt Tetris, wer schießt? Keine Ahnung, du schießt, ich spiele Tetris. Ja, du hast immer an. Ey, und hier ist der Schnellfeuer. Und hier ist die Bank, die du wolltest. Wir sind gleich wieder da. So. Dann wollen wir nochmal. Einer von uns darf jetzt Tetris spielen. Und der andere darf Necromorph ballern. Ich werde Tetris spielen. Klick. Do not stack. Nope. So. So. Hallo
Teil. So. Und da ist noch was drin. Es bewegt sich. Das da bewegt sich auch. Noch nicht. Slow Motion. Okay. Und hier, liebe Kinder, sehen wir das Problem an sich schließenden Türen. Da war ein Gegner im Aufzug. Kommt auch zurück. Ja. Ich glaube nur eigentlich wohl hier. Das stimmt eigentlich. Mir würde nur eine Stelle noch einfallen, wo das sowas noch passiert. Das ist kein Aufzug. Das ist eine dusselige Schleuse. Danke, Edward. Könntest du zu Carlo auf die Kosten? Hey, denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festhalte. Ist zwar nett, dass du mir das sagst, aber es kommt echt früh. Mhm. Geh du hoch, ich hab noch Stase. Sieht. Hier kommt der Sucherbot und er bringt Stuff. So. Da habt ihr auch einmal die Bankkurz in Aktion gesehen, wie man das Inventar aufräumt. Und den Sucherbot schmeiße ich gleich hier wieder raus, weil ich glaube, während der Verfolgung haben wir keine Zeit, großartig zum Scannen und zum Suchen. Ja, das stimmt wohl. Das wird später spaßig, wenn wir drei davon haben. Ja.
ist das? Schon fast da. Aber ich habe dafür natürlich vollstes Verständnis, dass solche Dinge kritisch sind. Ein bisschen länger. Okay. Geschafft. Das hat ganz schön Munition gekostet, alle Achtung. Oh ja. Okay, ich bin jetzt beim Zug. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Ja, danke. Aber... wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Aber das machen wir nächstes Mal. Wir gucken auf Digger Mann-Filme und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Tschüss. Bebop.